Was bedeutet Frieden für die? Also, dass es keinen Krieg gibt, dass jeder sich versöhnt und dass jeder freundlich und nicht so am anderen ist. Was stört deinen inneren Frieden? Dass es ganz oft Streit gibt oder Krieg gibt und dass ganz viele Menschen, ganz viele Opfer sein von den anderen Menschen. Was denkst du über Frieden? Frieden? Ja. Coole Sache. Also was das mir total taugt. Zum Beispiel, wir sind über die Berg gegangen. Wie da einmal ist sie vorgelaufen, weil sie so schnell war. Ja? Und ich war hinten natürlich ein bisschen langsamer, was der Knie, alter Mann und so weiter. Ich meine, ich kann ja nicht immer so schnell mitgehen. Ja? Dann habe ich euch zwar gesehen im Horizont, aber ich bin so ganz ruhig dahingegangen, habe dann plötzlich gesehen, wie die Wolken aufgegangen sind, habe die Berg gesehen und bin innerlich ganz ruhig geworden. Das ist für mich Frieden. Was bedeutet Frieden für dich? Liebe, Zusammenleben ohne Streit, Hass und wenn es ausartet, Krieg. Was brauchst du, um ein friedvolles Leben zu führen? Freunde, Liebe, eine Geschwisterfamilie, eine friedvolle Umgebung und gutes Essen. Was bedeutet Frieden für dich, Johannes? Ja, Frieden bedeutet für mich, wenn man nicht streitet und Freundschaft schließt und keine Kriege führt. Und was stört deinen inneren Frieden? Der innere Frieden stört mich, wenn andere mich stoßen oder wenn viele Leute auf einen Krieg führen, das stört den inneren Frieden. Was ist für dich ein Symbol für Frieden? Es gibt ein wunderschönes Sprichwort aus China, das heißt, die bezeichnen den Zustand des Friedens mit dem Begriff Brot für alle. Und das finde ich eine ganz wunderschöne Umschreibung für den Zustand des Friedens. Lena, was bedeutet Frieden für dich? Wenn es keinen Krieg gibt und wenn man nicht streitet. Wie tragst du zum Frieden bei? Indem ich versuche, Konflikte friedlich zu lösen, indem ich versuche, mich in meine Mitmenschen hineinzufühlen und die Liebe auszustrahlen. Sarah, was bedeutet Frieden für dich? Frieden bedeutet für mich, wenn alle glücklich leben, wenn meine Familie gut zusammenhaltet, wenn ich gute Freunde habe und wenn mich einer unterstützt, wenn es in der Schule scheiße geht. Und was brauchst du, um ein friedvolles Leben zu führen? Vorschauen und nicht zurückschauen. Und was stört deine innere Ruhe, deinen inneren Frieden? Krieg, Hass, Streit, wenn meine Familie stirbt. Hallo, ich bin der Wolfi und ich habe gefilmt und Essen gefangen. Ja? Hallo, ich bin der Bane von Leipzig. Hallo, ich bin der Daniel Falkner und ich habe auch das Mikrofon gefangen.